Hi Lisa, du warst ja bei uns hier in dem Sailing Classroom. Wir machen Sailing Classroom am Gitzenweiler Hof. Lisa, wie hat es dir gefallen im Sailing Classroom? Sehr gut, ja. Was habt ihr gemacht? Was heißt Sailing Classroom? Also wir haben morgens Englisch gemacht und nachmittags waren wir dann im Segeln auf dem Bodensee. Also richtig auf dem Bodensee? Ja. Und ihr habt auch auf dem Bodensee übernachtet, das war das Coole nämlich, oder? Ja, also im Hafen. Im Hafen, aber auf dem Schiff. Ja. Also ihr seid gar nicht die Woche gar nicht vom Boot runter? Nee, eigentlich nicht. Nee. Und verköstigt und essen, alles auf dem Boot? Ja. Und dann überwiegend in englischer Sprache? Ja. Und wie viele waren da dabei? Also wir waren zu viert und halt Englischlehrerin und Betreuerin. Nur halt die Englischlehrerin war halt nur morgens dabei, also vormittags. Und die hat dann richtig Grammatik auch gemacht und so, habt ihr dann, oder mehr so Konversation? Also beides. Cool. Und meinst du, es hat dir jetzt was gebracht? Also meinst du, du kannst das jetzt besser, weil du dich mehr traust, weil du eigentlich so ein bisschen Übung hast im Sprechen? Ja. Also meinst du, ihr habt ja im Unterricht jetzt auch neu, man muss ja im Abitur jetzt neuerdings auch Konversationen, wird das ja auch abgefragt. Habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Ja, meinst du schon, dass es dir dann im Unterricht, also so richtig, dann was brauchst? Kannst du jetzt sagen wir noch einen Satz zum Schluss in die Kamera. Sagen wir goodbye, have a nice day and see you at the Gitzenweiler Hof.